Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Video. Nachdem mich ja die Simio-Nasenbären mit ihrer Vertragspolitik so vergrault haben, ist es Zeit für was Neues. Ich habe beschlossen, ich bleibe mit meiner Nummer, mit meiner Zweitgerätnummer im E-Plus-Netz. Damit bin ich zu 95% zufrieden. Und was liegt da jetzt mal näher, als doch eine oder vielleicht sogar die Mutter der Prepaid-Anbieter auszuprobieren? Und zwar Aldi Talk. Also einmal zu Aldi für, ich glaube, 12,95 oder so ein Starter-Set gekauft, 10 Euro Guthaben und mal gucken, was es da so alles drin bringt. Einfaches Aufladen in jeder deutschen Filiale, Mitnahme der alten Rufnummer möglich, das ist ja das, was ich möchte. Naja, was da sonst noch drin ist, SIM-Karte kann als Mikrokarte genutzt werden, direkt auch und wir gucken mal rein und werden direkt erstmal geschrieben. Natürlich werde ich mir gleich diese AGBs in liebevoller Kleinarbeit durchlesen. So, und dann gucken wir doch mal. Oh, ist das schön verklebt hier. Okay, ich glaube, ich öffne das jetzt auf die Art und Weise, wie... Nein, das muss so sein, natürlich. Gut, dann, was kriegen wir hier? Ach, das ist nur eine Hülle. Ja gut, das hätte ich ja natürlich dann auch anders machen sollen. Also, hier taucht dann mein Zettel mit diversen SIM-Nummern und PIN-Nummern und PUCs auf. Aha, sehr, sehr interessant. Dann habe ich hier meine Medion-Karte, die das dann heißt, und normale SIM und dann rausbrechbar noch die Mikro-SIM. Versucht es dann nicht so brutal zu sein wie ich, falls ihr dann doch mal wieder auf ein älteres Gerät wechselt oder irgendein in 3G Wi-Fi-Router oder sowas, wo ihr die Karte dann wieder als normale SIM reinpacken wollt, dann habt ihr da mit der, wenn ihr die alte Schablone aufhebt, dann habt ihr direkt noch einen Anschluss. Naja, den knibbel ich gleich noch raus. So, meine Registrierungsanleitung. Schön, dass Sie da sind. Online-Registrierung, telefonische Registrierung, schriftliche Registrierung per Fax. Naja, super. Okay, also gibt verschiedene Methoden. Dann mein Aldi, Ihr Mobilfunktarif, Prepaid. Naja, da alles nochmal aufgeschrieben. Da weiß ich noch nicht, was mich da eher anspricht. Ob ich da die für 8 Euro die 300 Einheiten und 500 MB oder nur 300 MB nutze. Dieses intern Aldi-Talken, das interessiert mich nicht wirklich. Oder was mich eher reizt, sind dann für 10 Euro 1,5 GB oder für 15 Euro dann die 5 GB. Ich glaube, damit komme ich gerade mit meinem Zweitgerät, mit dem ich seltenst, glaube ich, mal raus telefoniere, es sei denn, ich teste damit wieder was, komme ich damit weiter. Registrierungsformular. Versand aufkleben. Oh Mann. Antrag zur Rufnummer mitnehmen. Das möchte ich doch haben. Gut. Das sieht doch nett aus. Das werde ich dann gleich brauchen. Und das wäre es dann. Gut, Rufnummer, Mitnahmeanleitung. Auch nochmal. Ja, damit sind wir durch. Mehr ist dann in dem Paket von Aldi nicht dabei. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video.